Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute habe ich mir überlegt, möchte ich mit dir einen Stresstracker für dein Bullet Journal malen. Ja, ich weiß, es ist Januar und das bedeutet, wir alle sind ein bisschen im Stress, wir planen unsere Ziele für das kommende Jahr und deswegen kommt ein Stresstracker genau richtig. Ja, und dafür brauchst du zunächst natürlich erst einmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann ein paar Tombow-Stifte, ein Radiergummi und ein paar Bleistifte. Eigentlich nur einen, ne? Einen weichen. Ja, und wenn du das alles zusammen hast, dann kann es auch schon losgehen. Wenn du schon einige Videos von mir kennst, dann weißt du, ich male immer erst einmal vor. Ja, ich nehme den Bleistift und male erst einmal alles vor, damit ich es so ungefähr ja in Ordnung habe, damit ich den Titel da habe, wo er auch hin soll und die Figur nicht zu groß und nicht zu klein wird. Und deswegen ist es nicht ganz unwichtig, das vorzumalen. Wenn du dich natürlich sicher fühlst, sofort in deinem Bullet Journal mit den Tombow-Stiften zu malen, ja, dann bitte, ich halte dich natürlich nicht davon ab. Es ist, ja, für mich ist es halt einfach nur sicherer, ne? Better safe than sorry. Ja, ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, weil, ja, oft ist es so, man über- oder unterschätzt sich und dann hinterher hat man etwas, was einem nicht gefällt. Und das muss ja eigentlich nicht sein, ne? Mit ein paar Minuten mehr Zeitaufwand geht das auch anders. Ja, hier also erst einmal der Titel, ja, ich fange mit dem Tracker an und schreibe gleich Sleep drüber. Dementsprechend lasse ich oben ein wenig frei. Und du siehst schon, auch wenn ich hier mit einem ganz weichen Bleistift male und dann radiere, man sieht immer noch so ein klitzekleines bisschen. Es ist nicht ganz so schlimm, weil das gleich alles schwarz ausgemalt wird. Aber dennoch, naja, muss nicht sein. Ne? Also wenn du ohne Radieren malen kannst, noch besser. Ja, wie du wahrscheinlich schon weißt, habe ich zu Hause auch ein paar Katzen und deswegen habe ich mir überlegt, so etwas kommt genau richtig. Ne? Die machen ja immer irgendwelchen Mist. Ne? Und in dem Fall hat hier eine kleine Katze ein Kissen, ja, einfach mal die Krallen reingehauen und auseinandergenommen. Und deswegen fliegen da ein paar Federn raus und das fand ich eigentlich ganz toll als Motiv. Es ist halt lebensecht, ne? Und diese Federn, die symbolisieren den Stress. Also ich habe hier 3 Stresslevel. Du kannst natürlich auch 4, 5 oder 10 nehmen, wie immer du möchtest. Und habe denen dann eine Farbe zugewiesen und lasse die Federn jetzt hier rumfliegen. Dann schreibe ich 1 bis 31 dran, damit man immer genau weiß, an welchem Tag ja, ich gefühlt welches Stresslevel hatte. Ich sage hier ganz bewusst gefühlt, weil oftmals ist dem gar nicht so. Ne? Man denkt, oh mein Gott, ich habe so einen Stress heute gehabt. Und wenn ich dann in meinem Bullet Journal gucke und sehe, ja, du hast zwar einige Dinge doch hinbekommen, aber nun ja, fürchterlich gestresst hat einen das jetzt eigentlich nicht. Vielleicht ist das mehr die Haltung, die man hat oder die Wortwahl, der man sich da hingibt. Also versuch mal drauf zu achten, also mit drauf zu achten, ne? Nicht nur du, ich auch, wie man das Ganze besser in den Griff kriegt und wie man hinterher weiß, man hat eigentlich gar nicht so viel Stress, so schlecht ist das Leben gar nicht. Ne? Natürlich muss man arbeiten, natürlich muss man den Haushalt machen, aber so wild ist das eigentlich alles gar nicht.
Ja, sobald ich dann alles vorgezeichnet habe, schnappe ich mir mal hier meine Tombow-Stifte und ganz ehrlich, ich habe mich total in die verliebt. Ne? Ich habe zu Weihnachten dieses riesen Set bekommen mit 108 Stiften und ich habe mich natürlich auch riesig gefreut. Und jetzt kann ich hier fröhlich mit meinen Tombow-Stiften malen. Den Link zu dem Paket findest du in der Infobox. Ja, also ist vielleicht nicht für jeden was, aber es gibt auch kleinere Sets, ja, die man da prima nehmen kann. Das Schöne ist, ich kann ihn nicht nur als Stifte benutzen mit zwei verschiedenen Seiten, einer breiten und einer schmalen, sondern ich kann die auch als Wasserfarben benutzen. Ja? Das werde ich in dem einen oder anderen Video garantiert nochmal machen. Heute nicht. Heute beginnen wir erst einmal, ja, mehr oder weniger mit den Tombows als Filzstiften. Ne? So ein bisschen was kann man schon sehen, aber noch nicht sehr viel. Ne? Ich lasse das erst einmal so, weil die kann man nämlich auch prima zur Kalligrafie benutzen. Die andere Seite des Stiftes ist nämlich genau dafür gedacht, ne? Dass du breite und schmale Linien zeichnen kannst. Und ja, jetzt im Moment sind es eben einfach nur in Anführungsstrichen Linie, die auch ein Filzstift malen kann. Ja, und du siehst schon, jetzt fliegen hier alle Federn rum und wie gesagt, da müsste man jetzt eigentlich direkt 31 Stück von malen. Ich mache das jetzt erstmal noch nicht. Ich male jetzt erstmal ein paar Federn hier hin und schreibe dann immer die Zahlen dran. Aber für all die Tage, wo ich das mal vergesse, ne, dann müsste ich nicht hinterher schon so viele Federn haben und ich brauche die dann alle gar nicht mehr. Nun, kann natürlich auch als Deko dienen, also deswegen ist totally up to you, wie immer. Aber ich mache das jetzt erst einmal so und nicht auch nicht so viele Federn, die hier rumfliegen. Dieses Spread findest du natürlich wie immer in unserem Shop, ja, erst einmal entweder einzeln, ganz einfach die Figuren und dann eben das Spread, was du für dein Bullet Journal oder eben dein digitales Journal nutzen kannst oder aber auch ein Freebie, ja, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du die kleine Katze malen kannst. Auch die ist für dich in unserem Shop und kannst du dir natürlich ganz kostenlos dort holen und einmal die kleine Katze nachmalen. Ich habe mir jetzt mal für die Federn drei Grüntöne rausgesucht. Warum ich jetzt Grüntöne genommen habe, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Ich fand die einfach schön und deswegen mache ich jetzt mal hier von hell bis dunkel unten meine Federn hin. Wobei hell für wenig Stress steht und eben dunkel für viel Stress. Ja? Also kann man nur hoffen, dass das Spread ziemlich hell bleibt für den Monat. Du kannst natürlich ganz andere Farben nehmen, das bleibt dir überlassen. Bunt wird es wahrscheinlich auch sehr schön aussehen. Stell nur sicher, dass du eine Legende unten malst und genau weißt, was für welche Farbe steht, weil sonst wird irgendwann ein bisschen, ja, kommt man durcheinander, ne?
Die ersten Tage des Monats kann ich schon eintragen, ja, deswegen male ich hier schon fleißig ein paar Federn an. Und gleich schreibe ich auch noch die Tage dran, also was am 1., 2., 3. und so weiter war. So komme ich nicht durcheinander und weiß, an welchem Tag ja viel Stress geherrscht hat. Das musst du nicht machen. Du kannst auch einfach nur kolorieren, ganz ohne die Tage dran zu schreiben. Dann musst du nur ein gutes Gedächtnis haben und wissen, dass du gestern halt etwas gemalt hast und vorgestern auch. Und naja, sonst kommt man auch da wieder schnell durcheinander. Deswegen, manchmal ist das wünschenswert. So, die kleine Katze bekommt jetzt noch ein paar Fellstellen sozusagen. Ja, ich mache noch ein bisschen wuschelig und so hat sie noch ein paar schwarze Stellen und ein paar helle Stellen. Also es ist eine weiße Katze mit schwarzen Flecken. Etwaige Ähnlichkeiten zu noch lebenden Tieren, die bei mir zu Hause rumrennen, sind völlig unbeabsichtigt und naja, gibt's halt einfach nicht, ne? Also es ist halt einfach nur eine kleine Miezekatze, die sich hier über ein Kopfkissen hergemacht hat. Ja, das war's auch schon fast von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vielleicht abonnierst du auch unseren Kanal und klickst die kleine Glocke an, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video posten. Ja, und dann hoffe ich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss!